Paris Saint-Germain, Freunde. Ein Stadionblock unter der Woche. Wer hätte damit gerechnet? Ich, denn ich bin heute in Paris und wir gucken die Champions League. Paris gegen Bayern. Am Freitag kommt übrigens trotzdem ein Video und zwar, da sind wir in Bayern. Das kommt auch noch online, Freunde. Wir sind aber heute hier und wir checken das Spiel ab, wir checken das Essen ab und wir werden uns ordentlich Bier aus Frankreich hier reinhauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Stadionblock. Guck mal, wen wir auch hier haben. Hey, was geht ab, Leute? Ernesto Alexis Santos Savero hier. Und ich sage, das Spiel geht 3-1 für Paris aus. Oh, ganz schön. Was sagst du, Massi? 2-2, das ist mein Tipp. 2-2. Wer trifft? Mbappé, Messi, Neymar. Das ist einfach. Was sagst du? Er macht sich, ich sag Musiala, zweimal Musiala bei uns und einmal Mbappé, einmal Messi. Ich sage übrigens, das Spiel geht, was habe ich gesagt? 2-2 habe ich auch gesagt. Nee, 1-1. Ich sage, das Spiel geht 1-1 aus und ich sag, Sané trifft und Mbappé trifft. So, wir haben jetzt endlich den Rest getroffen. Wir sind vor dem Stadion und wir sind eingeladen heute von Lieferando. Schaut mal, wir haben hier Tag die Wohne. Unser Accreditation, weil heute ist richtig special, weil Lieferando ist ja Partner von der Champions League und deswegen mit Ernesto gehen wir heute. So, guck mal hier, geil. Mit Modelfoto. Ja, geil, das wird geil. Also, ganze Sport, alle sind dabei, es sind richtig viele Testschützer, Enester, Maffenstar und andere noch aus Deutschland und Amerika. Es wird geil, es wird wild heute. Wir gehen jetzt sogar hier tatsächlich bei so einem Spiel hier rein, das ist schon verrückt mit diesem Pass hier. Der Parc des Princes oder Prinz oder was auch immer. Was eine Macht an Stadion mitten in Paris. Oder auch Paris. Nagelt mich nicht fest. Ich sag jetzt in diesem Video Paris. Auch wenn es wahrscheinlich Paris ausgesprochen wird. Nicht nur wahrscheinlich, ja, wir sagen Paris. Wir sind in Deutschland. Wir reden Deutsch. Nein, auf jeden Fall der Parc des Princes. Mitten in Paris, nicht zu verwechseln mit dem Stade de France, welches auch bei Paris ist. Das eine ist ein Stadion und das andere ist ein Stadion. Das Lustigste an dem Stadion, finde ich, ist aber irgendwie, dass es auf Deutsch einfach Prinzenpark heißt. Das hört sich so bescheuert an, finde ich. Wollte ich schon mal gesagt haben. Dieses geschichtsträchtige Stadion, Freunde, steht hier schon seit 1897. Das ist eine verdammt lange Zeit. Damals wurde es als Radrennbahn eröffnet. Und Achtung, die Bahnrad-Weltmeisterschaft wurde hier ausgetragen. Außerdem endete die Tour de France über 60 Jahre lang immer genau hier. Ja, die Franzosen haben es auf jeden Fall mit dem Fahrradfahren. Ja gut, ich meine, das Ding heißt auch Tour de France. Tour de France, die Tour von Frankreich beim Fahrrad. Und klar ist das Ende dann in Frankreich. Naja, zurück zur Geschichte. Fußballspiele fanden hier natürlich auch statt in dem Stadion. Schon damals wurden hier Fußball-Weltmeisterschaften ausgespielt, wie 1938 das Halbfinale Ungarn gegen Schweden. Aber auch die Olympischen Spiele 1924 fanden hier statt. PSG war hier aber zu der Zeit lange noch nicht zu Gast. Denn das Stadion gehört nicht einem Verein, sondern der Stadt Paris. Und da es so alt ist, wurde es natürlich auch schon einige Male umgebaut. Circa 30 Jahre nach der Eröffnung wurde das Fassungsvermögen auf 45.000 Zuschauer erweitert. Früher waren es übrigens knapp nur 20.000. Kurze Zeit darauf wurde sogar die Radbahn abgerissen. Danach nannte man das Stadion übrigens das zweite Stadion, da noch einiges verändert wurde und es nicht mehr in seinem Originalzustand war. Wieder ungefähr 30 Jahre später nach dem ersten Umbau wurde das Stadion ein zweites Mal umgebaut. Und seitdem nennt man es das dritte, also das jetzige Stadion. Bei den Umbauten wurde darauf geachtet, dass alle Sitze näher ans Feld rücken, um eben besser Fußball gucken zu können. Und moderne Flutlichter wurden eingebaut. Und so langsam kam auch PSG ins Spiel. Aber vorher spielten hier auch andere Pariser Clubs, wie Stade France und der Racing Club. Wahrscheinlich wird es nicht Racing ausgebrochen, sondern Racing oder Racing, aber je ne parle pas français. Wäre französisch. Kann noch zwei Wörter. Tut nichts, als ob ihr mehr könnt. Seitdem PSG dann ca. 1970 in diesem Stadion ist, hat sich auch nochmal einiges verändert. Und wird sich sicher in Zukunft noch. 2013 haben sie ihren Mietvertrag vorläufig um weitere 30 Jahre hier verlängert. Und das Stadion nochmal um ca. 75 Millionen Euro geupgradet. Extra Sitzreihen wurden hinzugefügt, um mehr Zuschauer da haben zu können. Und die VIP-Area wurde quasi vervierfacht. Außerdem wurde der Innenraum viel moderner gemacht, wie neue
neue Warmabräume, pipapo. Insgesamt soll das Stadion knappe 100 Millionen Euro verschluckt haben. Wie wir gelernt haben, ist schon viel, aber da geht immer noch mehr nach oben im Vergleich zu anderen Stadien. Aber PSG hat auch schon lange angekündigt bei der Vorstellung von Messi, dass sie das Stadion noch viel größer machen wollen, viel besser, weil es passen ja nur 45.000 rein und Messi wollen ja bestimmt mindestens 60.000 sehen. So zumindest die Worte von PSG. So, wir sind drinnen. Das war die schnellste Kontrolle. Wir sind einfach wirklich hier an der Seite reingegangen. Ganz verrückt. Was hast du dabei gehabt? Mein Nasenspray. Ist der süchtig? Wir gehen hier rein in die Katakomben, Freunde. Ihr versteht jetzt wahrscheinlich gar nicht, was abgeht. Wir gehen jetzt aufs Feld, Freunde. Wir gehen aufs Feld bei PSG gegen Bayern und dürfen einfach die Champions-League-Fahne wehen und danach sie vom Feld tragen. Wir stehen ein paar Meter gleich von den Spielern entfernt, während die Hymne gespielt wird. Das wird absolut geisteskrank. Es wird ein absolutes Durcheinander mit vielen Aufnahmen da, wenigen Aufnahmen da. Genießt es einfach und wartet auf den Rückflug bei Bayern gegen PSG. Mehr sage ich euch noch nicht. Das habe ich auch noch nie erlebt, wirklich. Und das bei so einem geisteskranken Spiel. Das kannst du doch keinem erzählen. Oh mein Gott! Schaut euch das an! Oh mein Gott, wirklich, hier ist auch jeder. Aber das ist wirklich, das ist eine Experience, die man niemals irgendwie gebacken kriegt. Das ist ja geisteskrank. Es ist absolut geisteskrank. Boah, schaut euch dieses Wappen hier an. Das ist wirklich verrückt heute. Und alles oben so modern und hier unten, ist, man sieht es einfach, ein Keller. Ein Keller. Gaming-Keller. Wie hieß euer Gaming-Haus nochmal? Wo ihr wart? Impact-Haus? Impact-Gaming-Keller, ja, genau. Das ist der Impact-Gaming-Keller. Animations, Look at that! Yo, we got Goody Bags! Oh mein Gott, Bruder! Wir drehen hier alle durch! Wir haben hier einfach... Mein Bruder! How you doing, my Bruder? How you doing, my Bruder? Die drehen ja alle komplett am Rad. Das ist ja auch das Krankeste, was wir jetzt erlebt haben. Wir kriegen jetzt hier ein paar Sachen für uns, die wir anziehen halt. Und dann ziehen wir uns um. Wir können jetzt schon essen. Wir haben ein Sandwich bekommen. Besteck, Wasser, ein Brownie. Und Spaghetti Bolognese. Pullover, Baby. Oh nein, der ist voll eng, der Gang. Ja, der ist komplett eng. Oh mein Gott. Ich werde auch wie so eine Pressbrust aussehen. Oh mein Gott. Ach, geht aber noch gerade so. Essen ist da. Was sagt ihr zu meinem Outfit? 1 bis 10? Mit Hose. Safe eine 10. Ich sehe aus wie von Trucker Babes. Genau da geht's jetzt raus, Freunde. Das ist doch das Feld, Junge. Geisteskrank, Digga. Geisteskrank. Die machen sich hier gerade warm, PSG auf der anderen Seite Bayern. Das ist geisteskrank. Wir sind hier mitten auf diesem scheiß Dingsbums. Hier unten. Und da ist das Feld, Digga. Trucker, Baby! Wir sind hier einfach mitten am Feld. Keine Ahnung. Das ist geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist mehr als geisteskrank.
sind jetzt raus. Wir fahren auf dem Feld, Freunde. Wenn ihr den Content davon sehen wollt, wartet noch ab, bis wir beim Rückspiel sind. Dann seht ihr die volle Experience. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück und das Spiel gucken, weil es ging jetzt schon los. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu unseren Plätzen. Das war wirklich das krankeste, was ich jemals erlebt habe. Wir waren mitten auf dem Feld. Wir waren die Ersten auf dem Feld. Wir waren mitten drauf. Das war geisteskrank. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe gleichzeitig so geschwitzt. Die Jungs waren auch dabei. Das war wirklich... Das ist was, was man niemals in seinem Leben wieder erleben wird. Wir gehen jetzt endlich das Spiel schauen. Wir sind schon 10. Minute oder so ein Scheiß. Und wir gehen die ganze Zeit hier durch. Los Catacombos. Boah, ist das eine Ansicht, Baby. Wow. Wir haben es geschafft zu unseren Plätzen. Die waren einfach alle besetzt. Es ist geisteskrank voll. Es ist alles voll. Wir haben wirklich Netze. Wir sind auch nicht von dieser Welt. Also zwar nicht so weit unten, aber grandiose Sicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich werde hier nie wieder rauskommen, um irgendwie Essen zu testen oder sonst was. Wenn es so voll ist, ich werde es trotzdem probieren wollen. Wir werden uns ein bisschen... Wow. Die Stimmung kocht schon gut, weil Neymar die ganze Zeit umgehauen wird. Und jetzt gab es schon Gelb für Pavard. Also hier ist schon... Neymar lag auch schon ewig. Hier ist schon ein bisschen Feuer drin auf jeden Fall. Also wirklich mal einen Kurvencheck auch vom PSG. Wie ihr seht, da geht wirklich alles mit. Und es ist auch wirklich unglaublich verdammt laut. Muss man den einfach wirklich lassen. G-fucking-G. Ich hab's rausgeschafft. First things first, Bier. Also ich hab bestellt. Gubbele Collector, die guten Becher, die kosten 2 Euro extra, die Sammelbecher. Dann Sausage au Coteau. Und 2 Biere. Bezahlt habe ich 6,20 €. Das Bier wird einfach hier von unten abgefüllt. Ist auch ganz geil. Und das ist der Becher, den ich kriege. Mit Marquinhos, Hakimi und Mbappé und Messi und Verratti. So, dann legen wir mal los. Ich habe Angst. Und wisst ihr, was ich noch habe? Nichts zum Essen, deswegen muss ich es in die Hand nehmen. Ich bin gespannt, wie diese Wurst ist. Die ist so semi-warm. Und ich habe ein bisschen Angst, könnte aber auch richtig lecker werden. Sehr geil. Die schmeckt so wie so eine Knackerwurst. Diese, wenn ihr zum Metzger geht, diese Magro-Würstchen, diese fetten Knacker, die kannst du so mit so einem Brötchen und Senf essen. Genau so schmecken die, nur irgendwie noch mal ein Stückchen geiler. Richtig schön fettig, sieht man glaube ich auch, dass sie gut absaften auf jeden Fall. Die Würstchen kriegen von mir, wenn die warm wären, wären die eine 8, so sind die eine 7, weil sie echt lecker sind, aber leider ein bisschen kalt. Und jetzt mal die Pommes. Auch kalt. Pommes sind schon eher schlecht, Freunde. Das sind so dünne Pommes. Die können nicht so viel. Die sind dazu leider auch noch kalt. Pommes klingt bei mir eine 4. Leider auch nicht mehr. Aber dafür ist die Wurst echt geil. Die ist echt geil. Aber die Pommes sind leider nicht so der Knaller. Schade, Marmelade. Die Geschichte von dem Verein Paris Saint-Germain. Dafür müssen wir auch hier etwas zurückreisen. Und zwar in das Jahr 1970. Hier wurde am 12. August Paris Saint-Germain gegründet. Kurz PSG. Aber wurde der Club einfach so gegründet? Einfach so aus dem Nichts? Weil ein paar Typen Bock drauf hatten? Nein. Der Verein war quasi eine Fusion aus Stade Saint-Germain und Saint-Germain-en-Laye. Ja, natürlich lese ich das ab, als ob ich sowas freiwillig kann. Wie man hier schon raushört, sind das beide Clubs aus dem Pariser Vorort Saint-Germain. Diese wurden bereits 1904 gegründet. Also irgendwie hat der Verein ja dann doch eine Art längerfristige Tradition. Das machen viele deutsche Vereine übrigens auch so. Wenn sich zwei Vereine fusionieren, wird einfach die Gründungszahl natürlich von dem älteren Verein genommen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ich wollte jetzt hier aber nicht noch zu sehr auf die anderen Vereine vorher eingehen, das hätte sonst den Rahmen gesprengt. Auf jeden Fall haben diese Vereine quasi fusioniert und PSG entstand, welche auch direkt aus der zweiten französischen Liga in die erste Ligue 1 aufstieg. Allerdings war die Freude kurz. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber das denke ich mir so, hey, sowas muss man doch bedenken. Durch eine Verletzung der Regeln des französischen Fußballverbandes, dass ein Profiverein eine Amateur- und Jugendmannschaft haben muss, sind sie zwangsabgestiegen in die dritte Liga. Von der zweiten in die erste in die dritte. Nur weil sie keine Amateur- und Jugendabteilung hatten.
Anyway, jetzt wird's aber interessant. Die Profimannschaft, also die Pariser Mannschaft, die abgestiegen ist aus der ersten in die dritte, wechselte einfach kurzerhand komplett zu dem neu gegründeten Paris FC, welche den Platz in der ersten Liga vom PSG einnahm. PSG wurde in der dritten Liga dann auch wieder umbenannt zu Stade Saint-Germain, sind dann aber in der nächsten Saison wieder in die zweite Liga aufgestiegen und haben sich wieder PSG genannt. Wow, was ein Durcheinander. Ich persönlich komme hier gar nicht mehr hinterher. Ich glaube ja auch nicht, oder? Wir machen eine kurze Trinkpause und dann erkläre ich euch mal wirklich die richtig interessanten Dinge. Ich stehe gerade mitten in der Schlange, was zu essen zu holen und es ist gerade das 1-0 für Bayern gefallen. Ja, habe ich gar nicht mitgekriegt, weil irgendwie ist so leise gewesen, aber die PSG-Fans gehen trotzdem weiter richtig ab. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Cheeseburger reinknallen, Freunde. Hi, one cheeseburger, please. You don't have cheeseburger? Anywhere else in the stadium maybe? Or just here? Ah, okay, thank you. Es gibt keinen Cheeseburger mehr, wunderbar. Also es gibt jetzt schon in der 50. Minute keinen Cheeseburger mehr. Das ist ja der Hammer. Und man kommt hier auch nicht im Stadion drumherum. Hier ist auch wieder alles abgesperrt. Das heißt, man kann nicht komplett im Stadion rumlaufen. Ansonsten wird hier noch Popcorn und Chips angeboten. Aber da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, Freunde. Dann gehe ich lieber zu dem Stand hier nochmal und hole mir einen Hotdog, falls es noch Essen gibt. Hallo. You have hot dog? Okay, do you have the sandwich? The Club Brulee? Nothing anymore? Everything out? Club Brulee you have? Okay, then I take this. Thank you. Also, auch beim anderen Stand. Mbappé wurde, by the way, gerade eingewechselt. Nur noch 2 Sandwiches über. Wer plant den Bums hier, frage ich mich. Das sieht, wenn man mal hier drauf guckt, sieht das aus wie so ein Eierkuchen irgendwie, dieses Sandwich. Ein gerollter Eierkuchen, da habe ich ein bisschen Schiss jetzt vor. Ich habe ein bisschen Angst. Ich zeige euch das mal. So sieht der Bums aus. Ich weiß es nicht, Freunde. Das ist so eine Art Mayo, da ist Salat drin. Und es ist doch nicht wie so ein Eierkuchen, das ist wie so ein von so einem Toastbrot. Leicht geröstet, aber ohne Rand. Eigentlich sieht es ganz geil aus, wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich das mal so anguckt. Ich würde sagen, we try now. Poulet ist, glaube ich, Chicken. So schmeckt es auch, aber schmeckt nur nach so einer Mayo-Creme leider. Es schmeckt ganz allein nur nach dieser Mayo-Creme da drin. Nach nada, nichts, gar nichts anderes. Schade, ziemlich enttäuschend eigentlich, finde ich. Vor allem auch die ganze Essenssituation. Sandwich, kann ich nach 2 Bissen sagen, auch nur eine 4 von 10. 4 von 10 holt mich leider auch nicht ab. Frankreich, what is happening, mon amour? What? So, seid ihr wieder ready, Historie aufzusaugen? Wunderbar. Also wir waren ja dabei stehen geblieben, dass PSG in der zweiten Liga wieder PSG hieß, ne? Super. Hier kommt dann jetzt auch der Aufstieg in die erste französische Liga wieder dazu. Nach nur einem Jahr in der zweiten Liga. Kleiner Fun Fact schon wieder von mir jetzt. Achtung. Während PSG wieder in die erste Liga aufstieg, stieg in derselben Saison der Pariser FC, welcher ja damals frisch gegründet wurde und die Spieler von PSG zu Pariser FC gewechselt sind, ab. Die sind abgestiegen, während PSG aufgestiegen ist. Zufällig. Also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwas unterstellt, aber... Nee, ich sag da gar nichts zu. Auf jeden Fall spielte Paris damals fußballerisch irgendwie noch gar keine Rolle. Nicht national und auch nicht international. Und das wollte die Stadt ändern. Ich meine, Paris ist so eine große Stadt, so geschichtsträchtig, so international angesehen. Hauptstadt. Und sie haben keinen guten Fußballverein. Ich meine, kennt man ja irgendwoher, oder? Ne, wir bleiben bei Paris. Auf jeden Fall wurde PSG jetzt so richtig gefördert. Sie zogen in den Parc des Princes ein und auf dem Weg nach oben stand nichts mehr im Wege. Sie gewannen 1986 ihren ersten Meistertitel, gewann den nationalen Pokal mehrere Male und gewann sogar den Europapokal der Pokalsieger, was heute übrigens die Euroleague ist. Dadurch kam natürlich einiges an Kohle ins Hause Paris. Spieler wie Ronaldinho oder Anelka wurden gekauft und der nationale Pokal wurde noch 3-mal nach Hause geholt, aber die Liga, die konnten sie einfach nicht mehr gewinnen. Zu stark war die Konkurrenz aus Marseille. Naja, und so kam es, wie es fast in der heutigen Zeit immer kommen muss. Paris wollte unbedingt, dass ihre Stadt im Fußball einen Namen hat, dass sie Erfolg haben, dass man sie ernst nimmt. Und dann war da die Lösung. Geld. Who thought about that? 2011. Qatar Sports Investments. Dabei handelt es sich um den neuen Eigentümer von PSG, gesponsert aus dem Staatsfonds von Katar. Der Verein wurde übrigens ein Jahr später gekauft, nachdem die Fußball-Weltmeisterschaft an Katar vergeben wurde.
Hier möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da ich selbst nicht weiß, was hier wirklich alles an Gerüchten stimmt und was nicht, da vieles auch durch Vorurteile und Vermutungen im Internet geschrieben wurde. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass viel Geld in die Hand genommen wurde, um Paris erfolgreicher zu machen. Und natürlich, um Katar auf die Karte zu bringen. Teure Spieler wie Ibrahimovic, Neymar, Mbappé und Messi wurden gekauft, mit welchen man jegliche Rekordsummen an bisherigen Transfers ablöste. Wie das alles mit Financial Fairplay möglich ist? Ich weiß es nicht und da bin ich auch einfach der falsche Ansprechpartner. Auf jeden Fall gewann sie bis heute, Februar 2023, 10-mal die französische Meisterschaft, 14-mal den französischen Pokal, 9-mal den französischen Ligapokal, keine Ahnung was es ist, fragt mich nicht, Freunde. Und 11-mal französischer Superpokalsieger sind sie auch geworden. Ach ja, und 1-mal den Europapokal der Pokalsieger. Ihr großes Ziel ist es immer noch, die Champions League zu gewinnen. Mal sehen, wie sie sich heute wirklich schlagen. Also wir haben jetzt die 62. Die Kurve geht immer noch gut ab. Die Bayern-Kurve ist aber auch am Start, Freunde. Und es geht immer noch gut ab. Gerade eben war schon wieder eine Top-Chance für Bayern. Und dieses Ding, das finde ich immer so krass, wie das über dem Spielfeld schwebt, diese Kamera. Und da quasi ein Spiegelschirm aufnimmt. Mit den Seilen hoch und runter geht von links nach rechts. Sag ich, wer das erfunden hat, der ist ein verdammter Macher. Wirklich, der ist ein verdammter Macher. Scheiße. Oh, oh mein Gott. Und noch eine dritte Chance. Oh, gib mir das! Ja, oh mein Gott, abgepfiffen vom Hörschnupfen, ist der Püt und sowas. Oh mein Gott, wie das ganze Stadion gebetet hat gerade. Heilige Maria. 80. Minute Update. Die ziehen immer noch durch, wirklich. Die singen ohne Pause, ohne Sekunde. Das ist geisteskrank. Somit steht es 1-1, Freunde. Oh, oh mein Gott! Messi, was für den 2-1. Ich sitze hier gerade so und sehe ihn einfach plötzlich, hä? Die Anzeige vom PSG ist ja gar nicht hochgegangen, da steht immer noch 0-1 Bayern. Gucke ich einfach bei One Football Board, das ist so einfach annulliert, Digga. Das steht gar nicht 1-1. Ist das bodenlos? Und gelb für Pavard. Sehr, sehr krasse Freistoßposition. Mal schauen, ob Messi oder Neymar schießt. Ah, Messi steht da schon, Messi steht da schon. Messi und Neymar laufen an. Mal gucken, wer schießt. Neymar schießt, bringt ihn nur aber rein. Zurück. Ja. Quatsch mit Soßland. Spiel ist vorbei. Spiel ist vorbei. 1-0 Bayern. Krank. Sehr, sehr geil. Aber dieses Stadion wirklich hat mich abgeholt. Die Stimmung war geisteskrank die ganze Zeit. Die Paris-Fans, Ultras. Komplett Stimmung durchgeknallt, wirklich krank, grandios, sehr geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber das Essen war leider sehr enttäuschend, aber die Stimmung à la bonne heure. Was ich auf jeden Fall hoffe, dass es euch gefallen hat, Freunde, hier aus dem Parc des Princes. Eine Sache dürfen wir natürlich noch nicht vergessen, Freunde. Und das ist der Ball. Nein, natürlich Spaß. Ich suche einen Schal, ihr wisst, wie es läuft. Und das Ding ist natürlich nach dem Spiel so bumstodes Hardcore voll, heilige Mariah. Alter, was ist das denn für ein geiles Trikot, was die hier haben? Das sieht ja ehrenlos geil aus. Mit Müller als Sponsor. Und sowas verkaufen die hier noch. Das ist ja asozial geil. Das ist ja brutal.
Also schaut euch mal an, wie voll dieser scheiß Stadion ist. Aber klar, es ist auch mitten nach dem Spiel. Und es gibt nur Schals, wo Namen draufstehen. Deswegen kaufe ich jetzt hier keinen. Ich bin morgen noch mal in Paris unterwegs den Tag. Da finde ich bestimmt noch Schale. Aber hier ist jetzt absolut nur Bullshit leider. Schade.